Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Ihr seht, ich bin an einem See. Und ihr werdet es nicht glauben, es ist in Berlin. Ja, auch in Berlin, also in Großstädten, gibt es solche wunderschönen Parks. Gerade so an den Wintertagen dachte man sich so, oh mein Gott, ich möchte gerne unbedingt wieder Sonne haben. Man merkt richtig, wenn man die Sonne nicht hat, dass die Stimmung auch einfach mal so runtergeht. Man selbst irgendwie spürt so, oh, eigentlich möchte man einen Winterschlaf machen. Das können wir aber als Menschen leider nicht machen und deswegen finde ich, sollte man jeden einzelnen Augenblick, wenn die Sonne auch scheint und so wunderschönes Wetter ist, ich höre da hinten übrigens Gänse und Schwäne und alles, einfach mal rausgehen und ja, das auch einfach mal genießen. Ne? In Deutschland kommt es mir so ein bisschen vor, da ist es so, kann man so ungefähr sagen, Hälfte, Hälfte, ja. Mal schönes Wetter, mal nicht so schön, aber es ist schon so eher mehr so, dass es in Deutschland grau ist und deswegen ist es, glaube ich, umso schöner und umso toller, wenn man das Ganze auch intensiv genießen kann und einfach mal rausgeht. Aber ganz schön laut. Sag uns Hallo. Oder eher. Ich glaube, die machen Beizanz. Ich glaube auch. Wunderschön. Die haben auch Frühlingsgefühle. Ja, auch die haben Frühlingsgefühle. Finde ich sehr, sehr schön. Die dicke Ente sieht aus so pizzi. So schön. So ihr Lieben, hier ist es leider ein bisschen windig, aber wir haben jetzt noch etwas ganz, ganz Wichtiges, was wir euch sagen müssen. Das wusste ich vorher auch nicht. Und da wir eben gerade die schönen Enten gesehen haben, möchte ich gerne mal kurz meiner Freundin darüber sprechen lassen. Ja, das ist nämlich zwar so, wir sind gerade spazieren gewesen und haben dann halt wieder ein paar ältere Leute gesehen, die haben halt die Enten gefüttert mit Brot. Wie wir das ja alle kennen aus der Kindheit. Aber die Tatsache ist, man soll Enten nicht mit Brot füttern und ganz wichtig auch, man soll Brot nicht ins Wasser schmeißen. Wenn man nämlich die Enten mit Brot füttert, hat das zur Folge, dass das wirklich im Bauch der Enten aufquellen kann. Das ist also wirklich gar nicht gut für die Enten, die können sogar davon sterben. Und wenn man das Brot ins Wasser wirft, kann das ganze Ökosystem kippen. Lockt dann auch, wenn zu viel Brot im Wasser ist, natürlich auch Ratten an, ist dann auch wieder nicht gut. Viele wissen das nicht. Ich wusste das wirklich bis letztes Jahr auch nicht. Gibt aber etliche Videos im Internet zu, also falls ihr da mehr Informationen zu haben wollt, dann googelt das einfach mal. Also bitte, bitte keine Enten mehr mit Brot füttern, auch wenn wir das alle so kennen. Traurig war gewesen, dass ich den Herrn darauf hingewiesen habe und er trotzdem weiterhin das Toastbrot da noch hingeschmissen hat. Manche Leute sind da irgendwie beratungsresistent, aber bitte, bitte macht es nicht. Und wenn ihr wirklich Enten füttern wollt, gibt es dafür auch spezielles Futter in Zooläden zu kaufen, was wirklich den Enten nicht schadet. Der Umwelt zuliebe und den Tieren zuliebe, bitte macht es nicht mehr. Und zumal Leute, die Enten füttern, die machen es ja wirklich einfach, weil sie auch das den Enten etwas Gutes tun wollen. Und wenn man dann letztendlich ihnen wirklich etwas Gutes tun möchte, dann kauft man einfach spezielles Futter dafür und schmeißt nicht einfach normales Brot rein. Genau. Das, und auch vor allem kein schimmeliges Brot. Viele machen das ja auch, ne? Altes schimmeliges Brot den Enten geben. Das ist wirklich ganz doll gesundheitsschädlich für die Enten, das auf gar keinen Fall machen. Viele machen sie auch, um ihr alles Brot loszuwerden, aber wenn du es nicht mehr essen magst, die Enten wollen es dann auch nicht haben. Sehe ich genauso. Lasst uns also die Natur schützen. Ja. Wäre natürlich cool, wenn ihr dieses Video wegen diesem Beitrag natürlich teilt. Normalerweise sage ich das nie so, aber ich finde das schon sehr, sehr wichtig. Oder ihr postet es einfach nochmal rein, irgendwie in euer Social Media. So, hey, wusstet ihr schon, dass man Enten nicht mit Brot füttern soll, weil sie dadurch sterben? Ja, dann würde ich sagen, gehen wir weiter und genießen ein bisschen die Natur. Ja. Mhm. Wow. Ist ein Storch, oder? Ja, ich glaube schon. Ich zoome mal ran. Ein Storch, ein Reiher, ein Kran, kann man auf jeden Fall gar nicht so sagen. Ich hoffe, ich finde ihn jetzt. Moment. Vorhin, ist überall Matsch. Mal überall Matsch. So. Und jetzt versuche ich mal ran zu zoomen. Da. Ich hoffe, ich krieg den irgendwie rauf. Ich hole den gerade so eine Kreise zu mir. Das ist ja auch schön in der Sonne, der Kumpel. Hast du? Warte, ich suche ihn gerade hier auf meiner Kamera. Da. Da ist er. Ja, ich hab ihn. Oh, ich darf die Kamera noch nicht so krass bewegen. Der ist eben gerade super schön geflogen. Ja. Okay. Hübscher Storch, willst du nicht nochmal fliegen? Schaut euch das an.
Wow, der Frühling ist da. Und bitte Leute, lasst die Blumen da, wo sie sind. Bitte nicht ausgraben und in den Garten einpflanzen. Denn es soll auch weiterhin schön in der Natur bleiben, schön wild und für alle da sein. Wir haben jetzt eben gerade nämlich zwei Frauen gesehen, die haben mit Spaten und Körbchen diese wunderschönen Blumen ausgegraben und sind mit dem Fahrrad natürlich wieder losgefahren. Das ist nicht so schön. Ne? Guck mal hier. Oh, sind das Weidenkätzchen? Ich glaube, das sind Weidenkätzchen. Ich weiß es nicht, aber die sind so schön. So schön. Ja. Gerade wenn man in der Stadt wohnt, hat man ja auch immer so diese Probleme mit Hochhäusern, Lärm von Autos, Lärm von irgendwelchen, sagen wir mal, anderen Menschen, ne? Weil man wohnt ja schon ziemlich eng beieinander. Und das fängt auch an, einen immer mehr mit zu stressen. Und wenn man dann halt in die Natur geht, welches ja auch Großstädte anbieten, dann kann man so richtig schön abspannen, richtig schön Energie tanken, richtig schön in der Natur einfach mal schön Luft holen. Und man merkt richtig, wie die Energie sich wieder auflädt. Dann kommt ja auch noch dazu, dass wir durch Social Media, YouTube, Twitter, Instagram, da wo ich ja auch gerne bin, so ziemlich ans Handy bzw. an den Rechner herangefesselt sind. Wir haben auch die ganze Zeit diese Display-Lichter, die auch nicht so wirklich gesund sind, wenn man es die ganze Zeit auf Dauer macht. Deswegen ist es auch, glaube ich, einfach mal gut rauszukommen. Man merkt auch richtig, dass der Kopf richtig frei wird. Man merkt richtig, wie man sich halt einfach frei fühlt. Ich werde ja nun dieses Jahr 34. 34 ist jetzt nicht so alt. Die meisten Leute in meinem Alter sind halt immer noch sehr, sehr erpicht drauf, auf Arbeiten, Arbeiten, Arbeiten. Aber ich glaube, heutzutage ist es gerade wichtig, in diesem Zeitalter, in dem wir uns gerade befinden, diese ganzen Massenmedien, dieser ganze Stress, den wir jedes Mal immer und immer wieder bekommen, auf uns halt hineinpreschert, dass wir uns auch mal Zeit für uns nehmen. Einfach mal eine Stunde vielleicht, wenn der Park jetzt nicht 5 Minuten entfernt ist, dann geht man einfach hin, fährt mit den Öffentlichen hin oder man fährt einfach mit Auto hin und gönnt sich einfach mal eine Stunde nach der Arbeit Ruhe oder während der Arbeitspause, wenn da halt wirklich über eine Stunde Arbeitspause ist, einfach mal Ruhe, einfach mal um runterzukommen, sich einfach mal auch zu erden, wirklich tatsächlich Energie aufzutanken, denn ich glaube, es ist gerade heutzutage wichtig, dass wir uns wirklich viel auch um uns selbst kümmern, wie soll ich sagen, also mehr für das Innere, ja, als so für außen, für andere Menschen. Wir versuchen ja immer jedes Mal so top gestylt zu sein, überall totschick uns hinzutrapieren, siehe Instagram beispielsweise, ne? Da versucht man hier 100.000 Bilder zu machen und dann findet man eins total toll, ne? Das ist halt alles, sind alles so Sachen, die man halt für die Außenwelt macht. Aber es ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig und gerade wichtig, dass man etwas für sich selber tut, indem man einfach mal, ja, so wie ich jetzt einfach mal so still da sitze, jetzt durchatmet, ein bisschen die Sonne genießt, Augen zumacht. Man spürt einfach so ein bisschen, dass die Sonnenstrahlen einen richtig wärmen. Und wenn die Sonnenstrahlen auf dem Rücken sind, und gerade habe ich das mit meiner Freundin so festgestellt, wenn die Sonne einen auf so den Rücken scheint, dann fühlt man sich so ein bisschen wie, als würde jemand eine warme Decke über einen rüberlegen. Man fühlt sich geborgen, man fühlt sich einfach, ja, man ist einfach da und man fühlt sich wohl und man ist wertvoll. Man ist einfach in der Natur und man schätzt halt die Klänge der Natur, sei es Entengeräusche, kleine Vögelchen. Vielleicht habe ich auch nachher Glück und sehe irgendwie ein Eichhörnchen oder so. Ah, Schwäne. Einfach so ein bisschen Natur. Ja. Dieses Jahr war es jetzt auch nicht so kalt im Winter gewesen. Und deswegen sieht man hier auch noch ein paar Gräser. Also es fängt auch jetzt schon an zu blühen. Da sollte man wirklich richtig hingucken. Hier ist ein kleiner Zweig. Wenn man hier richtig hinguckt. Wenn man so guckt, sieht man eigentlich gar nichts. Aber wenn man hier richtig hinguckt, da fängt es schon an, was zu blühen. Und das ist...
wunderschön. Ich freue mich schon sehr, sehr doll drauf, wenn alles wirklich grün wird. Ich bin ja ein Frühlingskind, im April geboren. Und da gehe ich auf jeden Fall wieder spazieren. Beziehungsweise ich versuche es einfach mal wirklich. Einmal die Woche wäre, glaube ich, optimal, so richtig spazieren zu gehen. So für 2 Stunden einfach mal abschalten. Und ich glaube, dafür ist auch wirklich genügend Zeit. Und entweder macht man es alleine oder man macht es mit einer Freundin. Und nun hoffe ich natürlich, dass euch mein Video gefallen hat. Ich hoffe natürlich auch, dass ich euch ein wenig inspiriert habe, auch mal einfach rauszugehen in die Natur, ne? Nicht immer nur shoppen, sondern wirklich in die Natur zu gehen, sie zu genießen, was noch da ist. Wunderschöne Bäume, Wiesen, ein schöner See, selbst wenn es ein kleiner Bach ist, ein Fluss oder ein Baum. Es ist wirklich wunderschön. Genießt es, Leute. Genießt euer Leben. Ich bitte euch darum. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr wichtig. Und wenn euch natürlich dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Däumchen nach oben freuen. Und ich freue mich natürlich auch sehr, wenn ihr mich abonniert. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ich knutsche euch ganz, ganz doll. Eure Teilnehmer.